Herzlich willkommen zu einem weiteren Review von Yours FCO. Diesmal im Test der Beck Stump Pouch. Beginnen wir mit den allgemeinen Daten. Der Pouch ist 13 cm hoch, 10,5 cm breit und 3 cm tief in der geschlossenen Variante. Er wiegt leer ca. 100 Gramm. Bestellt werden kann er in den Farben Auscam, Coyote Brown, Danish Tan, Fleck Tan, Olive, Rui Cat, Revike, Schwarz, UCP, US Woodland und Woodland DPM. Hier liegt der Pouch in der Olivenversion vor. Gefertigt wurde der Pouch aus reißfestem Fallschirm-Nylon und Nylon. Dieser Pouch verfügt über eine Molleaufnahme, um ihn überall an jedem Mollesystem zu befestigen. Die Verarbeitung ist Beck's typisch sehr gut, keine offenen Nähte oder sonstige Qualitätsdefizite. Wie immer bei Beck's Produkten ist auch hier das Stoffmarkenzeichen eingenäht. Der Link zum Produkt befindet sich in der Videobeschreibung. Zur Funktionalität. Dieser Pouch wurde designt, um leergeschossene Magazine aufzunehmen. Er verfügt zur Öffnung über eine Reißverschlussbahn mit zwei Verschlüssen. Des Weiteren hat er noch folgende Features. Wenn man ihn gerade nicht braucht, verschließt man den Reißverschluss und der Pouch wandelt sich in eine platzsparende Tasche um. Wenn ihr euren Abzug mit der rechten Hand betätigt, empfiehlt es sich, den Pouch an der linken Seite zu befestigen, weil ihr die Magazine so mit der linken Hand leicht in den Dump-Pouch geben könnt. An dieser Stelle blenden wir noch ein paar Impressionsfotos für die Verwendung ein. Fazit, der Pouch ist zum Hineinstecken von leergeschossenen Magazinen sehr zu empfehlen, weil er zum einen hochwertig verarbeitet ist und zum anderen sehr kompakt sein kann. Was man aber noch hätte besser machen können, ist, dass man die Stabilität im geöffneten Zustand noch stärker hätte machen können, zum Beispiel durch einen Stahlrahmen. Das war das Review zum Beck Stump Pouch. Wir bedanken uns fürs Anschauen und empfehlen euch auch noch, auf unserer Webseite unter www.usfco-airsoft.com vorbeizuschauen. Es lohnt sich definitiv. Für Neuigkeiten und Hintergrundinformationen liked uns auf Facebook und folgt uns auf Twitter. Die Facebook-Gemeinde und die Twitter-Follower bekommen unsere Videos viel früher zu sehen. Bis zum nächsten Video.